Warum gibt es denn da hinten Todesfälle? 1 von 10. 4 Krankenwagen, 8 von... Naja, keine Ahnung. Vielleicht sterben Leute manchmal. Manchmal sterben Leute. Ach, guck mal, hier ist auch Verkehr. Hier ist auch Verkehr auf der Hauptstraße. Hier ist auch Verkehr. Ich habe das Gefühl, wenn wir mehr Hauptstraßen bauen, ist hier einfach nur mehr Verkehr. Mehr nicht. Mehr ändert sich da nicht. Und selbst hier, voll. Die müsste ich wegmachen, wie es aussieht. Aber da sind ja Fabriken dran. Die kann ich nicht wegmachen. Kauf von 100 Megawatt Energie. Uns bleibt ja auch nichts erspart. Nein, kein Feuerwerk. Nein, es gibt kein Feuerwerk. Ja, ich weiß, da kann man draufklicken. Mache ich gerade extra nicht. La dam da dam da. Ich hätte gerne Uni. Ja, das wäre schön. Dann könnten die Sims endlich zum Lernen gehen. So, Verbrechen im Gange. Wo sind denn die Verbrechen? Im Polizeirevier und hier auch. Wir machen ordentlich Gewinn. Ach, Bullauge. Da wurde gerade jemand festgenommen, wie es aussieht. Ladendiebstahl. Hier ist aber nicht so. Nicht so viel. Kartenabdeckung, Polizei. Also hier ist, das hier ist die Kartenabdeckung. Das ist jetzt nicht so viel. Verbrecher, hä? Da passiert doch einfach nichts. Ausbildungskarte. Nicht angemeldet. Oh weh. So, naja, wir haben ja bald eine Uni. Ach so, da fällt mir gerade was ein. Für die hier unten natürlich auch. So, bringt natürlich nur denen da vorne was. Und hier oben braucht man das natürlich dann auch. So, die sollten ja eigentlich noch gebildet sein hier. Die Schulbusse fahren wieder alle aufeinander natürlich. Das ist unglaublich. So. Alter Schwede. Also ist eigentlich schon gut gemacht mit dieser KI für den Verkehr, also dass die sich da einordnen, lalalala, das finde ich schon alles ganz super. Aber die Wegfindung an sich ist natürlich, naja, ist natürlich ein bisschen fragwürdig dann schon. Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte, ich könnte die Straße wegreißen. Würde alles wieder auf den Dingens hier. Wobei, guck mal, die fahren hier einmal darum und dann versuchen sie tatsächlich jetzt schon hier irgendwie durchzukommen. Die, die nach oben wollen. Das scheint ja zu funktionieren einigermaßen, nur nicht überall. Und ja, ich weiß, ihr wollt einen Bus haben, aber Busse versperren uns genauso. Huch! Versperren uns genauso die Straßen. Das hat nicht funktioniert. Dann mache ich lieber Straßenbahnen. Die kosten nämlich keinen Platz. So, wir haben 65.000. Wie viel kostet 80.000, ne? Allgemeine Hochschule, Universität 88.000. Oh Mann. 88.000. Erhöht was? Erhöht die Technikstufe umliegender Industriegebäude.
Ach so, da muss ich die Uni ins Industrie. Wie blöd ist das denn? Ja, dann baller ich die hier hin und dann mache ich da oben Industrie weiterhin, oder wie? Ich glaube, das mache ich dann auch. Wenn sie die Technik erhöht, bitteschön, dann... Aber wie kommen die ganzen Sims dann da hin? Das ist doch scheiße, Alter. Da müssen die ja von den Wohngebieten alle irgendwie da hin. Ich wollte das Ding nämlich eigentlich... Wie ist das bei der Grundschule und so? Gar nicht? Erhöht die Technikstufe. Allgemeine Hochschule. Okay. Sicher ist diese Einrichtung nicht zertifiziert. Dafür ist sie auch billiger und kleiner als eine Universität. Erhöht die Grundstückspreise in Wohngebieten der mittleren Einkommensschicht. Erhöht die Technikstufe umliegender Industriegebäude. Die Universität bietet der Bevölkerung die höchstrangige Ausbildung. Die Forschung verbessert die Technologien in den unterschiedlichen höheren Schulen. Aha. Erhöht die Technikstufe umliegender Industriegebäude. Gut, dann muss ich das wohl in die Industrie ballern. Da oben am besten hin. Wie bereits angemerkt. Alter Schwede, das ist kein Verkehr, das ist Krieg. So, und ich müsste dann eigentlich theoretisch hier... Oh, ich kann mir die Uni leisten. Ich müsste diese Straße hier wegmachen, dass die Leute auf der Hauptstraße allesamt bleiben. Da gibt es ja auch kein Einfädelungsproblem mehr. Ich glaube, das mache ich auch gleich mal. Erstmal baue ich dann hier die Uni hin dann, ne? Hat die noch irgendwelche Add-ons? Links und rechts kann ich nicht sehen. Ich baue die hier einfach mal zentral. So, Industrie freut sich. Alter, da hinten. Wow. Ich glaube, die ganze Stadt freut sich. Na, mein lieber Scholli. So, dann würde ich sagen, ich weise das jetzt nicht mehr als Industriegebiet hier aus. Zack. Und reiß dann auch mal sowas hier weg. So, das sollte dann auch ein bisschen das Grundwasser hier erfrischen, wenn da keine Industrie mehr ist. Und es ist natürlich schön für die Uni, dass die Studenten hier mitten im Industrieviertel rumhängen. So, Forschungsprojekt starten. Okay, ich will erstmal gucken, was haben wir denn da für Mück? Ach du Heilige. Universitätsschild. Bams. Fußgängerweg. Nur für Fußgänger. Eignet sich für das Bild Weg zur Bildung. Was? Eignet sich für das Bild Weg zur Bildung? Was? Wohnheim. Erweitert die Bevölkerung ohne weitere Wohnanlagen um zusätzliche Schüler und Studenten. 40.000. Wirtschaftsuni. Machen Sie Ihre Studenten fit fürs Geschäftsleben. Okay. Sorgen Sie dafür, dass an einem Tag mehr Studenten unterrichtet werden, um die nächsten... Okay. Ingenieursuni. Juristische Uni. Medizinuni. Naturwissenschaftliche Uni. Unterrichten Sie Wissenschaften, ohne sich vom Wissen blenden zu lassen. Steigert bei Besuch durch Sims den Erfolg der Hightech-Industrie in der Stadt. Ja, will ich haben. Senkt bei Besuch durch Studenten das Risiko, für die Sims der Stadt krank zu werden. Ja, will ich haben. Machen Sie dem Verbrechen den Gar aus. Senkt bei Besuch durch Sims das, die Resozialisierungsdauer. Ist mir egal. Hierhin können Sie die Nerds der Stadt stecken. Steigert bei Besuch durch Sims in der gesamten Stadt die Profite in Industrieanlagen. Okay. Machen Sie Ihre Studenten fit fürs Geschäft, legen Steuern und wirtschaftlichen Profit in der gesamten Stadt. Ja, will ich haben. Ich glaube, da kann ich hier einfach Unigelände machen, ne? So, bin ich mal gespannt, ob und wie das funktioniert. Heute unterrichtet Sims 0 von 1000. Ich frage mich halt, ob die da hinkommen über irgendwie... Da bin ich mir momentan gar nicht so sicher, ob die Sims da überhaupt hinkommen. Wird.
OB Gronkh, ich weiß, Sie haben wahrscheinlich hier den Schreibtisch voller Anfragen. Jetzt, wo Sie eine tolle Universität mit schlauen und gebildeten Menschen wie mir in der Stadt haben. Ja. Können wir etwas Zeit und Forschungsarbeit in das Großprojekt Solaranlage stecken vielleicht? Der Bau einer Solaranlage ist ein großes Vorhaben, doch sie würde die ganze Region mit grüner Energie versorgen. Was meinen Sie später? Für 1000 Symbolions eine Solaranlage, die ich gerade nicht brauche, weil ich mit Öl betrieben bin. Weißt du? Öl ist viel umweltfreundlicher, weil Öl wurde ja aus alten Dinosauriern und Pflanzen gemacht. Also muss es ja gesund sein. Es liegt ja auf der Hand. Fragt mal die BP. Die konserviert nämlich täglich Millionen von Tiere, also jährlich Millionen von Tiere mit Öl, damit die für die Nachwelt erhalten bleiben. Ja, BP ist einfach ein großer Freund der Menschheit und der Tierheit und überhaupt aller Lebewesen. So. Frage ist, kommen Menschen zur Uni? 0 von 1000. Forschungsprojekt notwendig. Großprojekt. Das ist ja geil. Ach, Großprojekt. Ah. Thermischer Reaktor der zweiten Generation des Atomkraftwerks. Brutreaktor. Sauberer Kohlegenerator. Sauberer Ölgenerator. Chirurgie fürs Krankenhaus wäre ganz gut. Raumfahrtzentrum in der Region. Tja, 0 von 1000 ist natürlich immens. Das ist natürlich richtig scheiße, dass es da hinten jetzt im Industrieviertel steht, weil da stand, ja, hier steigert dann die Hightech von umliegenden Industrien. Das ist doch blöd eigentlich. Wieso höre ich nicht auf mein Bauchgefühl? Warum habe ich die nicht hier oben hingebaut? Ich bin so doof. Versuche ich vernünftig zu spielen, dann ärgert mich das wieder. Ärgert mich. So, 37.000. Für was für Schandtaten kann ich die jetzt ausgeben? Ich würde sagen, 21 von 33, da geht noch was. Wellnesszentrum können wir uns nicht leisten. Was für ein Notfallzentrum nochmal? Geduldige und ruhige Seelsorger. Und hier haben wir noch, schickt einen Wellnesswagen zu Wohnhäusern in der Stadt. Die Krankheiten verursachen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Vorbeugen ist besser als Nachsorgen. Ich glaube, das ist echt ganz gut. Tragen Sie in Nachbarstädten? Will ich gar nicht. Ich will bei uns zur Gesundheitsprävention beitragen. Das will ich. Gesundheitsprävention? Also zur Krankheitsprävention. So rum. Nicht umgekehrt. So, wie sieht's aus? Hui. Uiuiuiuiui. Hier sieht's aber halt schon übel aus. Ich glaube, da baue ich lieber noch ein Schlickrohr dahin. Zu wenig Simoleons ist natürlich auch eine tolle Sache. 40.000. Was wollen die? So viel Geld immer. Ist ja unfassbar. 15 Leute und schon eine Krankheit. Weil es im Industriegebiet steht, natürlich. Das ist doch unfassbar. Wieso höre ich überhaupt auf das Spiel? Ich hätte das so schön da oben im Wohngebiet machen können, wo es meiner Meinung nach auch hingehört. Ach du Heilige. So, komm, 40.000, dann mache ich hier noch ein weiteres Kacke-Silo und dann ist auch gut. La, la. La, la, da. Alter Schwede. So, ansonsten scheint aber eigentlich alles ganz gut zu laufen, ne? Wir haben nicht viele, viele Probleme. Ich weiß, ich müsste ausbauen, aber ich lasse mir da, wie gesagt, ein bisschen Zeit.
Es drängt uns ja niemand und ich mache das alles lieber ein bisschen vernünftig und lasse die Stadt so nach und nach wachsen. Ich muss ja nicht alles schnell in die Höhe ziehen, sondern gucke lieber, dass es keine Probleme gibt, außer da auf der Hauptstraße. 41.000, dann kann ich jetzt nochmal so einen Kacke-Schorsch da bauen. Dann zimmer ich da einfach mal so ein Ding hin, so eine Schüssel und dann passt das schon. Zack, sind wir wieder im grünen Bereich. Ich hoffe, das bleibt auch ein bisschen so. Was macht die Wasserversorgung? Könnte auch bald wieder ein bisschen fröhlicher werden. So, ich könnte hier noch so ein Ding hinbauen. Zu wenig Simoleons, können wir uns momentan eh nicht leisten. Kostet dann 30.000. Das sollte ich vielleicht als nächstes machen. Damit wir mit dem Wasser erst gar keine Probleme kriegen. Strom ist eh eingekauft. Das ist in Ordnung. Also Stromprobleme haben wir nicht, weil drüben das Ölkraftwerk versorgt uns ja. Ich muss noch eine zweite Straßenbahn-Dingens bauen. Wie viel kostet so ein Ding nochmal? 30.000 auch. Komm, mach ich das mal gerade. Weil mir das sonst keine Ruhe lässt. So, dann kann ich da doch noch eine Straße bauen. Und zwar so eine. Dann ist das Gebiet eben doch abgeschlossen. So, 3.000, das heißt zack. Ich hoffe, das bringt überhaupt was. Ich schmeiße jetzt den ganzen Kredit für Straßenbahnen raus, quasi. In der Hoffnung, dass es was bringt. Hier sind doch gar keine Haltestellen auf der... Wer baut denn sowas? Huch, was mache ich denn da? Da unten sind Haltestellen, aber hier oben so gar nicht. So, da auf der Strecke auch nicht. Oder? Nee, ne? So. Ja, ich hoffe, die bringen auf jeden Fall was. Und ich hoffe, da kommen auch gleich Straßenbahnen rausgeschissen, die dann hier fröhlich durch die Gegend flanieren, hier auch. Und dann muss die Querstraße, muss noch, und ich glaube... Da unten ist ja schon, aber hier haben wir noch eine... Sind hier auch keine Straßenhaltestellen? Wer baut denn so? Wer baut denn sowas? Ach, ich glaube, da hatte ich kein Geld mehr. Kann das sein? So, hier ist egal. Da mache ich lieber hier voll auf der Querstraße noch ein paar. Da muss ich nicht allzu viele Haltestelle bauen. Alter Schwede, ja überall alles voll. Mit Autos. So, ich hoffe, dass die Straßenbahnen sich zumindest ein bisschen über die Stadt verteilen und nicht alle irgendwie wieder an einem Punkt festkleben. Das mit den Autos scheint ja einigermaßen zu klappen mit den Hauptstraßen. Das ist schon mal sehr gut. 249 unterrichtet. Naja, gut, das ist ja immerhin schon mal was. Oh, was wird das denn? Ja, Technologie, Hochtechnologie. Was willst du denn? Jetzt sag doch halt schon. Der Reiz des Bösen. Ich bin Dr. Dick. Verschwinde, Dr. Dick. Gott. Der Reiz des Bösen. Das Böse überhaupt nicht reizen. Das Böse ist böse. Sowas. Das Böse fällt einem immer in den Rücken. Wenn man sich dem Bösen anschließt, dann kann man dem Bösen ja nicht vertrauen, obwohl man selber böse ist. Und man einem selbst wird auch nicht vertraut. Ist doch klar. Ist ja das Böse. Nicht das Halbböse oder das untereinander Nettböse. Sowas gibt es ja gar nicht. Das Böse ist eben das Böse. Das Böse ist immer und überall. So, ja, das sieht doch schon nach was Ordentlichem aus. Ich glaube, das wird was Gutes. Ja, mit einer Uni. Was will er denn?
Ja. Ja, ja, später. Frag später nochmal und dann sage ich nein, danke. Mach lieber was anderes, was Vernünftiges.